Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance mit mir im Dwarlok. Wir sind hier in Meriohet, wo ja die Seuche wütet. Heinrich kommt uns besuchen. Ja, genau. Und wir dürfen jetzt den Gefangenen befragen. Ja, das eigentlich. Und ich habe ein bisschen am Sound rumgebastelt. Es sollte jetzt, das Spiel sollte ein bisschen lauter sein. Ja. Was könnte... Oh, Salz. Salz? Salz ist immer gut. Diese Qual. Ja, was ist denn? Erstmal ein Schloss knacken. Bestraft? Wofür? Was? Was labert der da? Ah, Verbände, ja, ist immer gut. Also, was ist denn, mein Kleiner? Jetzt warten und sehen, was passiert. Mama, Okay, gut, dann gehe ich schlafen. Mama. Dann gehe ich pennen. Kann man hier irgendwo... Müsste eigentlich bei dieser, wo da der Mann gestorben ist, da müsste ich schlafen können. Oh. Okay. Kohl noch, oder? 16. Ja, der Epen. Ja, das war jetzt wieder ein Schlaf, den ich jeweils habe, je nachdem. 4, 5 Stunden. Also die Fackel brauche ich sicher nicht mehr. Willkommen, willkommen. Ich gehe jetzt schnell was gucken. Gott schütze dich, Heinrich. Ah! Der ist aber ziemlich nett. Lass mich in Ruhe. Oh, okay, doch nicht. Geht's denn der Frau? Okay. Muss ich da immer noch warten? Okay, alles klar. Was, scheiß Wetter. Geht niemandem was an. Komm zurück unter den Lebenden. Wer bist du? Ich bin Heinrich und ermittle im Auftrag von Herrn Ratzig-Kubilla. Oh, verstehe. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Ich möchte, dass es schnell geht. Den Rattaya Henker nicht unnötig aufhalten, wenn du verstehst. Ich verstehe.
Was willst du wissen? Alles. Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Dem Colt, Junge. Jeder andere auch. Das ist nichts Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht. Wie alle in Pribislawitz. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und der lässt es münzen. Wer von den Banditen ist der Anführer? Du denkst, er wäre ein Bandit? Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken. Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist. Okay. Ein Fremder also. Ist er Deutscher? Glaube ich nicht. Aber sicher kein Tscheche. Und er hat Geld wie Heu. Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist. Wegen seinem Aussehen? Ja, seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden. Aber er redete daher wie einer. Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer. Nach Pribislawitz befahl er uns, Meerheue zu überfallen. Kam aber nicht mit. Ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet. Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle? Was sagst du? Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislawitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Es war ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Woher wusstest du von Pribislawitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Moorcock. Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von Pribislawitz. Wozu der Angriff auf Meerhujet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Pribislawitz war erst der Anfang. Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Pribislawitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Meinhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna, bei der Kreuzung. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Meinhard dort. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er könnte von Pribislawitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen. Mhm. Und weiß Meinhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, so wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann gingen wir getrennte Wege. Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Meinhard, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen. Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Welche? Briefe für den Anführer. Meinhard gab sie mir und diesmal sollte ich Meinhard auch eine Antwort überbringen. Hast du diesen Brief noch? Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Dann her damit. Mit Freuden. Danke. Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Meinhard. Das war alles. Okay. Mehr muss ich fürs Erste nicht wissen. Fürs Erste?
Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Das ist Herrn Ratzigs Entscheidung. Jo. Sofort beiseite, du junger Bursch. Aber du kannst mich doch nicht einfach umbringen. Halt's Maul, du mieser, dreckiger Hund. Ich will kein einziges Wort hören. Du hast hier gar nichts zu sagen. Beruhige dich, Stoner. Komm, nach allem, was er getan hat, wird er seine Strafe nach... Spiel mir verdammt nochmal nicht im Weg, Melcher. Heinrich muss das entscheiden. Schließlich hat er ihn gerettet. Stroh. Reden wir darüber. Ha! Der Dreckskerl hat meinen Sohn ermordet. Ich will ihn tot sehen. Ich verstehe dich, Stroh. Meine Eltern wurden vor meinen Augen ermordet und bis zum Tage meines Todes verzeihe ich mir nie, dass ich sie nicht retten konnte. Und wenn du ihre Mörder in die Finger bekämst, würdest du sie leben lassen? Ich schätze. Siehst du? Aber gut, schaff diesen Bastard raus. Und wenn du eines Tages die Mörder deiner Eltern findest, denk an diesen Tag zurück. Jo. Bringen wir dich zurück. Hui. Wieso geht... Okay. Das ist schon eine riesige Welt, das ist... Okay, jetzt muss ich nach Talenwald, da könnte ich eigentlich die Quest machen für die Herrin, weil ich ja eh dahin muss. Ich muss noch die Arbeit suchen für meine zwei Kollegen, ich muss da diesen Pfarrer finden, ich muss noch Banditen töten. Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, da drin ist er. Guck mal. Haha. Okay, was für Quests haben wir? Die Seuche? Ja, okay. In Gottes Hand. Genau, finde ein paar. Das hier ist in der Nähe. Nein. Das ist das, ja. Genau, das muss ich noch machen. Mhm. Uschitze. Ah, okay, das sind Faustkämpfe. Ja. Plünderer. Was verpasst mir einen? Ja, ne. Okay, dann mache ich zuerst das da. Sieht's mit Rüstung aus? Habe ich hier was zu verkaufen? Glaub's nicht. Beckenhauben mit Nasel. Das vielleicht? Ah, genau, das Zeug habe ich. Wow, 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 wow. Nee, nee, nee. Warten wir kurz, bis der zurückkommt.
Und ich habe ja letztens eine Schatzkarte angesehen und ich glaube, ich mache nachher diese Banditenlager, weil da in der Nähe auch ein Schatz ist. Ja, perfekt. Wie geht es dir, Heinrich? Mir geht's gut, danke. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Nein. Hopp. Hopp. Ah, wieso bin ich jetzt wieder zu schwer? Check ich nicht. Genau, ich wollte mal schauen, was der für eine Übung für mich hat. Das hat mich auch schon ein bisschen interessiert. Bitte zeig mir, wie man Waffen und Rüstungen effektiver repariert. Selbstverständlich. Gott schütze dich, Heinrich kommt uns. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ist das nicht etwas viel? Weil du es bist. Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Heinrich, schön, dass du da bist. Oh, da ist fast angepisst. Einverstanden. Hör gut zu. Ja, was denn? Hä? Hallo Heinrich. Ich höre dich, Heinrich. Muss ich da gar nichts machen, oder was? Bitte zeig mir, wie man Waffen und Rüstungen effektiver repariert. Selbstverständlich. Ich denke darüber nach. Ah. Habe ich jetzt hier Fertigkeiten? Nein, doch, müsste eigentlich. Reparieren bin ich Stufe 2. Und wenn ich jetzt beim Pferd... das kleine Rüstungsset mitnehme, tack, dann das hier mache. Moment. Auf zum Beispiel das hier. Dann bin ich jetzt schon beim Reparieren besser. Ah, geil! Oh, geil. Ah, ne. Dann nehme ich das hier. Besser knacken, das war ja hier eigentlich. Nee. Eigentlich nehme ich das hier. Die Dietriche sind sauteuer. Ja, das war jetzt eigentlich 20%. Scheiße, habe ich nicht zu Ende gelesen. Schlösser knacken, genau. Reparieren, reiten, Wagen. Hab ich noch was zum Reparieren? Eine Waffe vielleicht? Ah, scheiße. Aber ich habe ja noch andere Waffen. Wo bist du? Da?
zwar den Sch- oh, kann ich auch nicht. Ist schon verbraucht. Lol. Aha, okay. Nee, nee. Aber wieder genial gemacht, dass man das selber reparieren kann und so. Also, wirklich gut. Kann ich denn beim Schneider auch schneiden lernen? Das wäre auch interessant. Glück und Gesundheit, Heinrich. Ja, danke schön. Schön, dich zu sehen. Na, okay, kann ich nicht. Das ist eine Händlerin und eine Ladenwache. Kommt, liebe Leute, und labt euch an diesem Duft. Ofenwarmes Brot. Oh, ja, ich habe auch Hunger. Leckeres Brot. Oh, ein Grüß Zopf. Dich, Heinrich. Und haben die den Zopf entwickelt? Erfunden. Entwickelt. Alltag. Oh. Man macht den Honig satt, okay. Aber der gibt Energie. Und ein Brötchen. Nahrung. Und ein bisschen Honig. Wahrscheinlich muss ich hier hin. Also ich gehe jetzt erstmal hier Badehaus, mich waschen, dann gehe ich zum Gerber und dann gehe ich zur Rotheilmühle. Das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Was war denn hier? Was ist jetzt? Ah. Hä? Was ist denn? Habe ich gar nichts gemacht? So lautet mein Befehl. Ich bin wegen einer wichtigen Sache hier und du hältst mich mit einer blöden Durchsuchung auf? Na gut, dieses Mal durchsuche ich dich nicht. Geh. Danke. Pass doch auf, du Pflege. Ja, ja. Oh, ein nochmal. Schwebende Wassertöpfe. Oder Wasserkörper. Hä, ist der immer noch hier? An euren Diensten interessiert. Mhm. Aha. Und was darf's sein? Ein Bad. Und ich... Du wirst es nicht bereuen. Danke. Na, guck mal. Mal kurz zum Gerber. Sie, Gerberin. Lo. Viel Glück. Hm. Okay, die kann mir auch nichts beibringen. Das ist schade, das ist wirklich schade. Ich habe, glaube ich, keine Fälle, oder? Ne. Aber es müsste doch... Ah, du kannst Tote ziehen, die Haut, du kannst...
Nein, das ist es nicht. Alchemie ist es ja auch nicht. Also ich glaube, schneiden kann man nicht, ne? Okay. Aber ich will die Haut abziehen können. So, Theresa, da bist du. Oh, meine Geliebte. Hoppa. Theresa, ich habe hier was für dich. Oh, Heinrich, wie ritterlich. Die sind wunderschön. Vielen Dank. Matthäus und Fritz lassen grüßen. Sie leben. Gott sei Dank bin ich froh. Sie haben mir sehr geholfen. Wo hast du sie getroffen? In Sasau. Ich lief ihnen vor der Schenke über den Weg. Wo sonst? Und wie geht es ihnen? Sie sind wohlauf. Die Mönche haben sie zusammengepflegt, aber sie finden keine Arbeit und sind verschuldet. Du weißt nicht zufällig, ob jemand Arbeit für zwei faule Zimmerer hat. Hier niemand. Und in Ratai wird das auch nicht besser sein. Es wimmelt dort nur so von Flüchtlingen und die suchen alle Arbeit. Oh, schade. Die beiden bräuchten wirklich dringend Arbeit, sonst machen sie noch irgendeine Dummheit. Glaub ich auch. Versuch es bei den Mühlen in den kleineren Dörfern. Der Müller in Ledeczko ist alt. Vielleicht kann er Hilfe gebrauchen. Okay. Mach ich. Danke. Wo stehen meine Blumen? Lol, die hat den... Die hat den Besen da... Was hat er... Hast du das gut gemacht, Mann. Aber meine Blumen... Wo sind meine Blumen? Okay. So, und jetzt hier eine der Karten. Ne. Die habe ich, glaube ich, schon gefunden. Ne. Hier. Ledeczko, da muss ich der einen Straße folgen, die durch den Wald geht. Und bei Steinen muss ich links abbiegen. Ja. Jetzt ist die Frage, ist es die hier oder ist es die hier? Ich glaube, es wird die hier sein. Und jetzt habe ich nämlich hier auch, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. So. Genau, da habe ich auch. Ein Lager zum Ausheben. Nicht zum Ausheben, zum Auflösen. Nein, Blötze! Oh. Anlauf holen und springen. Jawohl, dankeschön. Über Stock und Stein, da gehen wir. Ich glaube, jetzt bin ich richtig, oder? Noch nicht ganz. Da unten der Weg gehen. Alles klar. Das war nicht gut. Nee, für den Kampf, da muss ich volle Gesundheit haben. Ah, Blitze.
genauer bin ich noch nicht. Jetzt dann. Glaube ich zumindest. Also Steine müssten ja am Wegesrand sein. Dann nach links. Hier vorne müsste das Lager sein, genau. Ja, da vorne ist es. Sigismund attacks. They can't hold. We have to prepare for the worst. You have courage, but you need training, arms, a horse. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. We're helping to save the king. Instead of saving his drunken majesty, I'd rather find that whoreson who murdered my parents, get the sword back from him, and skewer him with it. Horse eyes to pay for what they did to us.